Wir sehen drei Einzelausstellungen von Ken Schlees, Jeffrey Silverthorne und Miron Zovnir. Und alle drei stehen in der Tradition des dokumentarischen Blicks, aber das Besondere ist die Radikalität, mit der sie die Wirklichkeit aufnehmen. Und durch diese Radikalität des Blicks werden die Arbeiten authentisch und wahrhaftig. Also wir befinden uns gerade in dem Raum von Ken Schlees und Ken Schlees hat über 10 Jahre in der Lower East Side fotografiert, in einer Art und Weise, wo er ganz unmittelbar auch Teil eben halt dieser Szene war und hat einen Blick auf eine Szene geworfen in einem sehr jungen Alter, wo er von Anfang an, glaube ich, auch dieses Gespür gehabt hat, dass das eine auch vergangene Zeit sein wird, wo das, was er dort vorfindet, in dieser Form nie wiederkehrt. Also hat er fast tagebuchmäßig die Begegnungen der Menschen, mit denen er befreundet war, die Partys, die Situationen auf den Straßen, die Exzesse fotografiert und hat damit einen ganz unverwechselbaren Blick von der Lower East Zeit der 80er Jahre gestaltet. Im Gegensatz zu Ken Schlees, der mit 2 Werkgruppen vertreten ist, die als Einheit hier präsentiert werden, Invisible City und Nightwalk, zeigen wir bei Jeffrey Silverthorne Serien. Was diese Serien eint, ist vor allem die Grenzüberschreitung, die Beschäftigung mit Themen, die in gewisser Weise von der Gesellschaft ausgeblendet werden. Eines seiner wirklich wichtigsten Arbeiten ist die 1972 begonnene Serie über das Leichenschauhaus. Das ist auch die Serie, die mir von Anfang an aufgefallen ist. Und meine Fragestellung war, was ist eigentlich noch über diese Serie hinaus passiert? Wie setzt sich das gesamte Werk ausgehend von einer unglaublich radikalen Serie, nämlich im Leichenschauhaus Tote zu fotografieren, was ist darüber hinaus noch passiert? Und das eint sich sozusagen in dieser Ausstellung. Wir haben eine Serie über Drag Queens von 1972 hier in der Arbeit von Jeffrey Silverthorne aus Female Impersonators genannt. Wir haben eine Arbeit über Prostitution in New York, 42nd Street, und wir haben mitunter seine politischste Arbeit, die Arbeit Texas, Mexiko, eine Arbeit, die an die mexikanisch-amerikanische Grenze führt, die er dort auf der einen Seite journalistisch, aber darüber hinaus auch in sehr intensiven Porträts von Prostituierten aufzeigt. Der Schwerpunkt der Ausstellung von Miron Zovnir liegt auf New York. New York der 80er Jahre. Das verbindet ihn auf der anderen Seite mit Ken Schlees und es verbindet ihn in Teilen auch mit Jeffrey Silverthorne. Er wird in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Presse, wird er als Poet der radikalen Fotografie bezeichnet. Wenn man so will, ist er von allen dreien der radikalste Fotograf, der
ungeschönt halt einfach mit der Wirklichkeit umgeht. Er richtet seinen Blick auf die Straße, also man könnte sagen, dass er im klassischen Sinne eigentlich ein Flaneur ist, der Straßenfotografie, der Streetfotografie zuzuordnen ist. Aber auf der anderen Seite richtet er seinen Blick auf Dinge, wo wir unseren Blick abwenden. Und deswegen gibt es ganz ungeschönte, aber teilweise auch ganz unmittelbare Bilder, wo Menschen nicht heimlich, sondern direkt in Kommunikation mit dem Fotografen treffen. Dass es sich dabei um einen Transsexuellen handelt oder um einen Schwulen ist gar nicht so wichtig, sondern viel eher in welcher Kommunikation er zwischen Fotograf und Modell einen Moment irgendwie herstellt, der das Ganze natürlich auch auf eine Art und Weise so radikal authentisch irgendwie macht, dass wir als Betrachter manchmal gar nicht glauben, dass diese Szene, die er dort fotografiert, wirklich so existiert. Natürlich sind wir heute in der Gesellschaft permanent mit Bildern irgendwie konfrontiert. Der Begriff der Bilderflut aus den 80er Jahren hat sich sozusagen in einen Tsunami verwandelt. Er ist überhaupt nicht mehr vergleichbar, er hat sich über das Millionenfache irgendwie potenziert. Wir erleben Bilder in verschiedensten Zusammenhängen. Die Ausstellung, und das ist eben halt das Besondere auch natürlich an dieser Ausstellung, ist, dass diese Bilder zunächst erst einmal aus den möglichen Kontexten, ja, innerhalb von Bild- und Textkombinationen irgendwie herausgenommen werden und in einem White Cube, wenn man so will, losgelöst halt einfach von der Wirklichkeit draußen hier präsentiert wird. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass sich durch die Beschäftigung mit dieser Bilderwelt, schwarz-weiß, grobkörnig, ja, in Serien zusammengefasst, mich insbesondere halt einfach auch sensibilisiere, die Welt dort draußen auch mit anderen Augen sehen zu wollen und sehen zu können und auch bestimmte Dinge wieder halt einfach in das Leben irgendwie zurückzuholen und auch darüber nachzudenken, dass es eben halt nicht nur die Sunny Side des Lebens gibt, sondern eben halt auch noch eine andere Welt. Und erst halt einfach durch diese Art der Kombination beider wieder die Balance zu finden, ja, was eigentlich Leben bedeutet.